Als Schüler habe ich in der Blaskapelle meiner Schule mitgespielt. Es war einfach wunderbar, auf dem Spielfeld Musik zu machen und den Lärm der Blasinstrumente unter Trommeln zu hören. Es gibt für mich nichts Bewegenderes, als diesen vielen Musikern zuzuhören, die ihre Instrumente virtuos beherrschen. Meine Tochter ist inzwischen auch Teil einer Blaskapelle und es gefällt ihr sehr gut. Sie findet nicht nur die Instrumente toll, es macht ihr auch Spaß, mit der Kapelle zu marschieren. Wir haben mit einem einfachen Konzept angefangen. Tubas und Taschenlampen. Sie tragen im Prinzip Tubas und Taschenlampen herum und ich dachte mir, okay, wie wird es sich wohl anhören, wenn einige Taschenlampen auf Steine geschlagen werden? Also habe ich mit dieser kleinen Kadenz angefangen. Und dann hatte ich eine wilde Idee und dachte mir, wie wäre es, wenn ich echte Schlagzeuger von einer Trommelabteilung einer Blaskapelle einstelle? Ich ging also zur Schule meiner Tochter. Ihre Blaskapelle hatte letztes Jahr in einem landesweiten Wettbewerb den ersten Platz belegt. Diese Kapelle hat eine fantastische Trommelabteilung, die von einigen unglaublich guten Lehrern unterrichtet wurde. Einige der besten Amerikas. Daraufhin habe ich dieses Basstrommelstück geschrieben und es ihnen zugeschickt. Es hörte sich ungefähr so an. Ich dachte mir, das hört sich doch ganz gut an, obwohl es ziemlich einfach ist. In der Blaskapelle, in der meine Tochter spielt, waren vier Musiker mit fünf verschiedenen Basstrommeln und die hatten dieses Diagramm mit den kompliziertesten Rhythmen aufgeschrieben. Die Basstrommeln hatten verschiedene Größen und waren alle unterschiedlich gestimmt. Jeder hatte ihren spezifischen Teil zu spielen und alles hat super zusammengepasst. Meine Güte, das hört sich unglaublich an. Oh,